Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es gibt ein neues Event, und zwar Cannonball House. Es hat da zwei weitere, aber das stimmt nicht. Diesmal ist es so, dass sie sogar eine Bestenliste haben. Toll. Toll, ich will unbedingt in die Top 25%. Let's go. Endlich wieder ein Event, wo wir unsere Sachen einsetzen können. Von Special Modes zu weiß nicht was allem. Also nur unter die 25 Besten kommen. Nur das. Wir sind. Ah, nein, das lohnt sich nicht zu cutten. Ich hab null gespielt. Ich bin erst gerade online gekommen. Im Bus habe ich noch ein bisschen gespielt, dass ich auch nach Hause weg war, mehr nicht. Da war ich vielleicht 6 Minuten und dann habe meine Glücksdrehung abgeholt und alles. War nicht viel. Ich war schon grätschen. Da hat mich jemand mit dem normalen. Alter, da boxen die mich die ganze Zeit. Was sind Ehrenloser? Weg. Dreck muss weg. Alter, nein. Ja, gerade noch so. Das war knapp. Das war knapp. Aber jetzt sind wir schon im Halbfinale. Früher gab es immer so einen Bug, dass dann bei Bombardment, da immer so zwei Cannon-Kanonenkugeln zuerst so irgendwo despawnten und so wegrollten wie. Das meine ich. Oh, das ist, haben sie offenbar behoben. Ja, haben sie. Nein, ich wollte jemand umarmen. Die ist dich jetzt ab. Nein! Hätte der Special Mode gehabt, ich wäre am Arsch gewesen. Sorry, dass ich das so sage. Aber ist leider so. Peng. Was? Ich hab gegrätscht wurde eliminiert? Was war das denn? No way. Aber wenn man grätscht, dann wird man eliminiert. Ganz neue Sache. Das war wahrscheinlich ein Glitch. Egal, wir kommen wieder zu Cannon Climb. Die Szene verlässt sich ihre Map ohne viele Glitches aus. Die anderen Maps mit so vielen Glitches, Alter. Das ist schon noch krass. Zum Beispiel heute hat der Spingo-Round am Start. Also wirklich. Da hat mich jemand versucht, hat jemand sich gerade, es war so 15 von 16 qualifiziert. Da hat sich mit Grätschen-Emote noch gerettet, wollte ins Ziel. Und dann habe ich den noch mit Grätschen-Emote weggekickt. Und bin dann selbst ins Ziel. Ich weiß, so Sachen sind ehrenlos, aber. Was? Ich bin schon Top 50 direkt, na klar, weil jetzt die ersten gerade fertig sind langsam. Daher wahrscheinlich. Aber egal. Ich bin ja kein Professor. Ich muss das alles nicht wissen. Für mich ist die Hauptsache qualifiziert. Mir egal wie. Mit Box, Legs, weiß nicht was. Gegen Bots wäre das easy zu gewinnen, aber leider sind hier keine Bots dabei. Hier sind nur Pro-Extremspieler dabei, die auf anderen Leveln sind. Obwohl ich hier gerade der Erste bin, hat es
doch jemand mit dicker Mut zu mir geballert, oder? What the heck? Also wirklich, wir waren als Erster im Ziel. Süß. Das war ja ein ganz anderes Level. Wir sind ja dadurch gesweatet, wie weiß nicht was. Na gut, man braucht einen guten Start und mehr nicht. Also, als nächstes haben wir Bombardement. Gut, diesmal funktioniert die Kamerasteuerung. Bam, die gegrätscht. Auf anderem Level. Gucken, dass wir jetzt nicht mal diesen Glitch erwischen. Peng. Geboxt. Ne, jemand grätschen. Das Risiko ist jetzt gerade zu hoch. Ich mach's nicht. Boxen da. Ich hab mir vertippt und da boxt mich jemand da. Diesmal nicht. Peng. Qualifiziert. Der Baby Dollar braucht. Das war ja komplett klapp, weil ich mich immer wieder vertippt habe. Entschuldigt bitte die Stimme im Hintergrund. Okay, das erste Mal Finale. Let's go. Schaffen wir es? Das war schon mal ein schlechter Start. Das war besser. Kanonen. Ich muss irgendwie üben, die Kanonenkugeln zu meinem Vorteil zu nutzen. Da ist Explosion. Ich war der Zweite. No way, Top 10. Top 10, okay, weiterspielen. Ich will mich in die Top 1 erspielen. Die Top 1 muss erspielt werden. Ich will sie mindestens für 3 Tage halten. Und warte kurz. Okay, es dauert nur einen Tag, das Event. Da will ich mich wenigstens in den Top 10 sehen. Für die Dauer des Events. Was gebt ihr mir, wenn ich es schaffe? Nein, Scherz. Dann lasst ihr sofort allen ein Like und ein Abo da, okay? Ich informiere euch dann morgen über den Stand der Dinge. Let's go. Es kann ja sein, dass über Nacht wieder mehrere Sweater online kommen und dann war's das. Dann war's das. Da spiele ich jetzt nur noch Stumbleguys, dieses Event, um möglichst gut zu sein. Ich glaube, ihr kennt noch nicht. Ich muss ihn dann euch mal später zeigen. So ein Glitch. Man kann seinen Namen einfach kostenlos ändern. Da hat der Glitch-Mod gerade gar nichts gebracht. Hier jetzt, hier jetzt. Pang. Seht ihr, wie man, wenn man slidet, dann kommt man mega weit mit dem. Die wird noch den Emote in der Ziellinie. Okay, wir haben uns qualifiziert. Aber habt ihr das gesehen, wie weit man grätscht mit diesem Emote? Das war ja ein anderes Level. Ich fände das Laser Dash Event cooler, dass das, wenn es auch wieder mal kommen würde mit Nestenliste und dies, das, anderes. Das kann man noch grätschen. Ich will zuerst nur den Emote zeigen. Du da.
Du dabei ist es, gell? Dich um. Ah, Scheiße. Der ist. Öffentliche Bedrohung. Mann, ey. Schnell den eliminieren. Was geht denn? Halleluja, was ist? Ja. So, das war nur mein kleiner Bruder. Entschuldigung für die Störung. 56. Also wirklich, Entschuldigung für die Störung. Das war mein kleiner Bruder. Kommen jetzt ins Finale. Ey, please, wir spielen so gut wie in der ersten Runde des Cannon Climb. Zuerst, wo wir erst im Ziel waren. Okay. Komplette Konzentration. Wir müssen uns sehr auf die Bomben konzentrieren. Der Rest juckt mich jetzt gerade in Null. Die anderen Spieler, was die machen. Seht ihr, wie weit ich mich vorbooste? So. Nein. Also, ich war dritter oder vierter. Oh nein. Top 5. Top 5. Ich habe 1%, du musst ja noch erreichen und dann reise wirklich. Warte kurz. Aha, es geht auf Punkte. Okay. Wenn ich diesen Platz beibehalte, anderes Level. Es kann auch sein, dass andere Spiele jetzt auch noch kommen, die besser sind, dann bin ich nicht mehr Top 5, dann bin ich vielleicht Top 100 oder Top 50. Mein Ziel ist, mich in der Top 25 zu halten. Das ist mein Ziel für mich. Also was gebt ihr mir, wenn ich mein Ziel schaffe? Ich hab gesagt, liken und abonnieren. Für mehr solche Folgen. Bitte mehr Likes und Abos. Brauchen wir. Weil am Ende kann ich dann noch Geld verdienen und dann kann ich meine Videos selbst finanzieren. Dann kann ich vielleicht noch eine Katze einbauen und so. Daher. Also werde ich es mich sehr freuen. Und falls ihr eine Stumbleguys Challenge habt, schreibt sie doch mal in die Kommentare. Schreibt mir auch euren Stumbleguys Namen, dann kann ich vielleicht irgendwann mal eine Challenge machen gegen alle. Meine Abonnenten, alle, ist der ehrenlos da? Der da, hä? Der wurde eliminiert! Alter, der ist doch ehrenlos, öffentlich. Die Farbe, bam! Alter, habt ihr gesehen, wie das geleckt hat? Sorry, ich hab ein bisschen Schnupfen. Nein, und für easy. Qualifiziert. Wir haben ein paar Leute weggekillt. Also wirklich. Jetzt sind wir im Finale. Fokus auf die Map, auf die Hindernisse, die anderen Spieler sind mir egal, ich mache jetzt in meinem Tempo.
Okay, das könnte der. Nein! Da hat sich jemand vor mir qualifiziert. Mann, ey. Was will mein kleiner Bruder nochmal von mir? Ja. So, wir sind immer noch Top 5%. Jetzt gut, 220 haben wir. Von 240. Okay. Easy peasy. Wir qualifizieren uns unter den Besten. Und wenn wir das schaffen, dann ist das gut. Und wenn nicht, dann raste ich aus. Halleluja. Dieses Video hier ist mal ungecuttet. Hoffentlich werde ich mal hoffen. Aber egal. Canon Climb. In dieser Map kann ich mittlerweile fast im Schlaf. Das ist zu leicht. Das Event. Ich brauche etwas Schwereres. Guckt mal, wie easy ich hier die Führungsposition übernehme. Dann wieder verliere. Und noch ins Ziel gegrätscht. Da vorne bin ich. Okay, jetzt habe ich mich unter die Top 1 aller Spieler geschafft. Let's go! Hoffen wir mal. Aber es steigt auch ständig, weil alle Spieler spielen jetzt und verbessern sich auch damit. Das ist halt das einzige Problem. Bombe geht nicht. Hat er mich nicht ernsthaft geboxt? Easy. Der, ich hab mich doch qualifiziert, let's go. Das war übelst knappes Ding, Alter. Ja, und er hat sich disqualifiziert. Na gut, er hat mich durch den Punch hochgeschossen, weil ich hab, ja, bin ja gehüpft und wollte eigentlich zurückhüpfen. Okay. Please, Stumble Guys, gönn mir den Sieg. Ich warte schon so lange darauf. Gönn bitte, Stumble Guys. Dann bitte Stumble geh. Dann bitte Stumble geh. Nein! Noch vielleicht der zweite, dritte, der sich qualifiziert hätte. Immer noch Top 5. Wait a minute. 280. Okay. Seht ihr, das steigt ständig, dieser Wert. Bevor wir die Runde gestartet haben, war er noch bei 220. Wir haben durch diese Runde halt um 280 zugenommen. Easy, diese Runde sollten wir aber unter die Top 1 kommen. Ach ja, mit dem Minecraft-Server gab es ein Problem. Der kommt erst freitags online leider.
Das war ein Scheißstart. Sorry, dass ich so Wörter gebrauche. Ich sag ja nur die Realität. Mann, dafür wirst du gegrätscht. Easy ins Ziel als Vierte. Wir sehen uns im Halbfinale. So, die Halbfinalrunde lädt. Wir haben uns bisher einmal dank einem Glitch nicht qualifizieren können, wenn wir im Halbfinale waren. Mein kleiner Bruder rumpelt mit seinen Freunden irgendwas herum. Egal. Ich muss halt immer wieder so kleinere Cuts doch einbauen. Weil einfach mein Speicherplatz leidet. Halleluja, bitte entschuldigt die Stimmen im Hintergrund. Du? Nein, er konnte sich retten. Ich darf nicht mal den Fehler machen, dass ich... qualifiziert. Easy. Okay. Es gibt ein paar, die Emotes haben. Aber wenigstens eine Runde will ich gewinnen. Diesmal mache ich einfach auf Sweater. Komplett. Jede Abkürzung mitnehmen. Alles. Für den Sieg. Deutlich besserer Start. Ja. Eliminiert, egal. Ich würde sagen, das war es mit dem Video Skill.